Was ist DSL? Ist wieder so eine Abkürzung, von der Spezialistentum mal nicht unterstellt. Kaum jemand weiß, was das bedeutet. Was es faktisch dann in der Auswirkung bedeutet, weiß fast jeder. Aber wir gehen mal den Weg und fragen mal, was bedeuten denn diese Buchstaben? D steht für Digital. S steht für Subscriber. Subscriber. Und L steht für Line. Also Digital Subscriber Line. Und jetzt soll mir bitte keiner erzählen, dass er jetzt viel schlauer ist. Das sind wir nämlich in der Regel nicht. Es steht für hohe Übertragungsraten. Ja, jetzt werden wir mal ein bisschen, lösen wir uns vom Wort hier und werden mal ein bisschen, gehen mal ein bisschen in die Richtung, was das denn bedeutet. Nicht, was es vom Wort her heißt, sondern was es bedeutet. Hohe Übertragungsraten. Raten, sodass wir einfach sagen können, was ist DSL? DSL ist schnelles Internet. Schnelle Internetverbindung, schnelles Herunterladen, schnelles Hochladen. Das ist DSL. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.